Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Foundation mit Modpack, Staffel 3, Folge 4. Schon ganz schön fortgeschritten mittlerweile, muss ich dazu sagen. Und wie ihr sehen könnt, das Buch Jeremiah, Winter, die Ernte ist vorbei, der Sommer ist zu Ende. Wir sind nicht gerettet. Nein, sind wir nicht. Wir haben ein bisschen Nahrung, wir sind ein bisschen im Minus. Wir haben es Gott sei Dank mittlerweile geschafft, Lagerung freizuschalten. Da bin ich Gott froh, dass wir das hingekriegt haben. Hier hinten, hinter unserem Speicher, seht ihr mittlerweile hier zwei Lagerflächen für die Zwischenlagerung von Fisch. Maximaler Lagerbestand sowie Eiern und Geflügel. Zwei neue Bewohner sind auch schon da. Das ist sehr, sehr nice. Die können wir direkt mal zuweisen. Lass mal kurz überlegen. Getreidespeicher weisen wir hier definitiv mal einmal zu. Und hier im Lagerhaus auch nochmal. Dann passt das auf jeden Fall schon. Wassernahrung ist ein bisschen Mangelware, aber das sollten wir eigentlich gut durch den Winter durchkommen. Genau. Hier drüben, unser Lagerhaus, habe ich auch schon dafür gesorgt, dass wir hier ein bisschen was einlagern. Seht, das wird auch hier Zug um Zug besser. Holzsteine, Holzschindeln, Bretter ist gerade ein bisschen Mangelware. Die mussten wir ausgeben. Das ging nicht anders. Lustigerweise, Feuer, es brennt. So, hoffen wir mal, dass es hier gleich wieder gelöscht wird. Oder auch nicht. Doch eigentlich gleich um die Ecke. Ah, schön. Jetzt ist es gelöscht. Ja, klasse. Muss ich schon wieder dran, oder muss ich schon wieder drüber nachdenken, ob ich die Feuermod wirklich aktiv lassen möchte. Jetzt, wo man dann einfach hier das Zeug sinnfrei anfackelt. Naja, ist egal. Nun gut. Was wollte ich euch zeigen? Genau, das Lagerhaus. Bretter, Holzschindeln, Holz, Steine und hier vorne haben wir noch ein bisschen zusätzliche Lagerung. Ja, es ist ein bisschen suboptimal, dass man hier immer zwei Träger für braucht, aber seid drum. Bretter, Holzschindeln, Steine, Steinblöcke, Lehm, Stroh und Kompost lassen wir hier alles zwischenlagern. Das ist gar nicht so schlecht. Haben wir auf jeden Fall mal alles gut versorgt. Ich habe jetzt absichtlich hier keine lokalen Lager hin, da sollen die Leute einfach laufen. Das ist mir dann relativ egal. Dürfen es auch eine Weile laufen. Seht ihr hier schön. Dass ich hier hinten schön gut einen ab. Zack, Fisch zwischengelagert. Wenn neue Bürger kommen, ist man auf jeden Fall schon. Wohin damit? Gut. Nächster Plan. Wir sollen eine Handelsroute öffnen. Ich verstehe gerade nicht, warum wir eine Handelsroute öffnen wollen, weil eigentlich dachte ich, wir haben die Handelsmod aktiv. Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, will ich das jetzt hier in der Aufnahme angucken? Vielleicht wollen wir das wirklich hier in der Aufnahme angucken. Mal ganz kurz. So, Mods bearbeiten. Könnt ihr euch das auch mal live angucken? Die Mods haben wir aktuell alle aktiv. Das ist eine Menge. Und ich dachte hier, Harbor Trading haben wir aktiv. So, die Frage ist jetzt, haben wir irgendwas nicht mit drin? So, Household Servants haben wir nicht mit drin. Die ist aber an die Common Resources gebunden. Das ist nicht das Thema. Tropical Nature Pack? Nein, haben wir alles drin. Die hier haben wir nicht mit drin, weil wir die ausgeklammert haben. Also, es sollte eigentlich funktionieren. Jetzt bin ich gerade ein bisschen selber verwirrt, warum das nicht mit drin ist. Ich dachte eigentlich, diese ganz normale Handelsmod hätten wir mit drin. Das ist schon ein bisschen verwirrend jetzt für mich. Aber wir lassen das einfach mal weiterlaufen. Schauen einfach mal, wie sich das entwickelt. Richtet die erste Hand. Ja, können wir dem Lagerhaus auch zuweisen. Das ist nicht das Thema. Problem ist nur, ja, wir müssten jetzt eigentlich dafür sorgen. So, Bretter haben wir jetzt hier. Ne, machen wir das einfach mal so. Bretter sollen bitte erstmal weg. Lager leeren bitte. Können wir da auf Werkzeug umstellen? Wärt ihr so gut, dass der eine Faule, der hier nichts tut, bitte? So, den packen wir mal dort rein. Und den anderen, Speicher. Ja, machen wir. Dann müssen wir ganz kurz warten, bis die Bretter hier outgesourced sind. Dass wir uns dann um dieses Thema kümmern können.
Ansonsten, wenn wir hier oben mal reinschauen, Autorität haben wir auf jeden Fall schon mal genug. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Fisch haben wir auch genügend. Eier läuft wunderbar. Da haben wir auf jeden Fall genügend angesammelt. Beeren ist klar, das läuft natürlich um die Jahreszeit nicht so pralle. Macht jetzt aber auch nichts. Deswegen haben wir ja relativ schnell unsere Fischerei gebaut. Und das funktioniert auch wirklich super mit dem 2:1 Verhältnis. Also pro Fischgrund zwei Stück hiervon. Da wir hier noch einen zweiten Fischgrund haben und hier oben auch noch einen Fischgrund haben, könnten wir theoretisch gesehen hier nochmal zwei Stück und hier nochmal zwei Stück hinbauen. Für maximale Effizienz. Da haben wir auch noch einen. Da haben wir einen Fischgrund. Hier haben wir einen Fischgrund. Das könnten sogar zwei Stück sein. Das haut hin. Ihr seht es ja, 96%. Da laufen wir auf jeden Fall nicht Gefahr, dass da irgendwas schief geht. So, Bretter. Haben wir jetzt gecheckt. Machen wir hier Werkzeug einlagern. Und werden dann erstmal die erste Handelsroute starten. Da muss ich mal separat echt mal gucken, wo denn hier ganz genau das Problemchen liegt. So, müssen wir was einkaufen? Ja, den Kauf von Werkzeug müssen wir natürlich, ne? So, kaufen bis erfüllt. So, wir sagen kaufen erfüllt bis, sagen wir jetzt einfach mal 25. Dann haben wir ein bisschen was auf Lager. So, haben wir gemacht. Einfach mal einkaufen und verkaufen könnten wir theoretisch gesehen auch schon was. Oh, wir können, können wir Jahreszeiten handeln. Oh, wir können Temperatur handeln. Das ist natürlich geil. Wäre natürlich, das wäre ja funny, wenn wir auch, wenn wir Autorität verkaufen könnten. Fakt ist auf jeden Fall, wir können Dunk verkaufen. Das finde ich sehr cool. Oh nein, jetzt kommt die faule Zeit des Jahres. Die mag ich natürlich gar nicht. Zehn Einfluss. Ein benachbarter Herr. Hm. Polierte Steine, Bretter. Werkzeuge. Ja, haben wir alles nicht. Dann machen wir nichts. Lassen wir das einfach mal. Passt aber auch so. Und da hinten kriegen wir einen ganzen Batzen neue Bürger. Das ist auch sehr gut. Wir haben 10 Leibeigene. Wir können auf jeden Fall demnächst mal die Beförderung machen Richtung 20 Leibeigene. Und dann zumindest hier mal anfangen können, ein paar von den anderen Sachen zu bauen. Denn ihr wisst ja, ich möchte so schnell wie möglich schauen, dass wir es hier auf einen Gemein schaffen, um dann ein Kloster zu bauen. Dafür müssen wir natürlich aber auch alles vorbereiten. Kloster ist natürlich auch nicht günstig. Wir machen erstmal... So, wir machen erstmal hier alles voll. Bisschen Luft nach oben haben wir noch. Und jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte eigentlich wirklich, dass wir einen Handelsposten hier hätten. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo der hin ist. Lass mal ganz kurz gucken. Seht ihr hier einen Handelsposten? Also ich sehe ihn gerade nicht. Hätte ich ja hier erwartet. Holztor, Wegweiser, Schafstatue, Herrenhaus. Erzmacherei, Juwelenschmiede, Eisenschmelze, Waffenschmiede. Nein. Sehe ich gerade nicht. Müssen wir echt mal schauen, wo sich das Ding versteckt. Denn wollte nämlich eigentlich keine Handelsrouten. Ich dachte auch, es gab keine Handelsrouten in der letzten Mod. Also irgendwas muss es da vielleicht ein bisschen verspult haben. Kriegen wir aber auf jeden Fall noch hin, dass wir hier irgendwie noch ein Handelszentrum hinbauen können. Unsere Holzversorgung funktioniert ganz gut. Ich kann mich aktuell nicht beschweren. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen mehr Wohngebiet hinkriegen, beziehungsweise dass wir unsere Bevölkerung dann langsam upgraden. So, wir laufen hier eigentlich nur noch auf Eiern. Stimmt, der Fisch ist aktuell aus. Können wir hier Beeren umstellen auf Fisch? Das ist auf jeden Fall gar keine so schlechte Idee. Und warum Geflügel hier nicht eingelagert wird, das ist mir ein Rätsel. Das ist mir definitiv ein Rätsel hier aktuell. So, hier sind Eier eingelagert, Fisch ist eingelagert, Beeren ist eingelagert. Hier drüben haben wir eigentlich primär das alles. Aber es wird wohl nicht von A nach B transportiert. Ja. Dinge gibt es, die gibt es gar nicht. Territorium und Unterhalt. Das ist eigentlich aktuell unser Problem. Das müssen wir in den Griff kriegen. Fakt ist auf jeden Fall, dass hier läuft. Boote nähert sich unserem Dorf. Da bin ich jetzt mal gespannt, welche Optionen sich daraus mal wieder ergeben. Folgen wir den Guten. So, wir können... Oh, Fisch liefern. Fisch ist super.
Da kriegen wir 10 für. Das ist ideal. Ja. Die große weltbewegende Frage. Eigentlich eine Bauhütte und eine Gemüsefarm hätte ich gern. Vor allem Gemüsefarm finde ich sehr, sehr nice. Ne? So, dann werden wir doch einfach mal dem Volk helfen. Und werden aber unsere 10... Seht ihr, wir haben 14. Also hätte sogar fast gereicht. Aber wir nehmen jetzt erstmal hier die Gemüsefarm. Finde ich jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. Und wo wir die Gemüsefarm erstmal hinbauen, das müssen wir mal überlegen. Ich denke mal, hier würde sie aktuell nicht stören. Ich glaube, hier würde es aktuell wirklich nicht stören. Oh, 6 Bürger. So, können wir das erstmal machen, um das Ganze hier mal so ein bisschen... Check. Das wird schon passen, dann müssen sie einfach ein bisschen drumherum laufen. Ja, dann können wir nämlich hier erstmal ein bisschen Gemüse noch nutzen und unseren Kompost anbauen. Je mehr Nahrung, desto besser. Desto entspannter und einfacher ist es. Hier könnten wir theoretisch gesehen sogar noch einen 4. Marktstand bauen. Lass uns den doch einfach mal direkt dahin zimmern. Lass das auf jeden Fall schon mal. Und die neuen Bürger müssen wir natürlich auch nochmal unterbringen. So, einen haben wir noch übrig. Den sollten wir aber hoffentlich gleich hier irgendwo unterbringen. Entweder an unserer Gemüsefarm oder unter dem Marktplatz. Jetzt mal, der Marktplatz wird als schnellst oder wird als erstes fertig werden. Können wir dort nochmal einen zuweisen und den Verkauf von Beeren ermöglichen. Oder den zweiten Verkauf von Fisch, ich weiß nicht. Können wir uns auf jeden Fall mal überlegen. Tonfliesen, haben wir schon gesagt, dass wir Tonfliesen herstellen? Ja. Das passt auch, Holz haben wir auch genug. So, Marktplatz gebaut. Und uns hier Beeren verkaufen. Sehr, sehr nice. Gehen wir auf jeden Fall hier unsere Nahrungsproduktion noch ein bisschen weiter nach oben. Und im nächsten Moment werden wir dann ein paar Einwohner befördern. Was ich definitiv noch gerne bauen würde, wäre an der Stelle mal eine Steinmetzhütte. Die, denke ich mal, wird hier oben nicht ganz fehl am Platz sein. Machen wir einfach mal direkt hier so nebendran. Können wir uns auch definitiv leisten. 5 Stoff haben wir auf jeden Fall. Wenn wir mal Stein, das haben wir glaube ich sowieso schon hier gesagt, dass wir das hier zwischenlagern wollen. Steinblöcke, ja. Machen wir hier auch gleich noch Steinblöcke rein. Dann passt das auch, dann haben wir zu produzieren. Hier dürft ihr auf jeden Fall schon mal weiter bauen. Hoffentlich, dass ihr bald fertig seid. Und beim nächsten Schwung an Bevölkerung und sobald wir hier noch ein bisschen mehr Arbeiterschaft Einfluss haben, werden wir eine Bauhütte bauen. Dann können wir nämlich auch mal den Handwagen hier abreißen. Den brauchen wir nämlich so nicht mehr. Läuft auch wieder super. Sind 45 plus. Wir haben genügend Nahrung. So. Oh ja, jetzt legen sie die Arbeit beiseite. Super. Und wir wollten befördern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, neue Baumöglichkeiten. Check. Da ist ja der Handelsposten. Das habe ich doch gesucht. Die ganze Zeit. Eiland. So, den werden wir hier schön ganz, ganz nach außen packen. Ne? Oder werden wir den nach oben hinsetzen? Sebastian, setzen wir da oben hin. Trotzdem, ne? Setzen wir schön hier oben hin. Da fällt er nicht auf.
So, den Pferdestall, den pflanzen wir drüben hin. Perfekt. So, und dann machen wir erstmal einen Importstand. Und zwar einen Import von, was haben wir jetzt hier gesagt, von Waren. Und zwar für Werkzeug. Check. Und Import von Materialien, da müssen wir mal drüber nachdenken. Wir werden einen Import von Lebensmitteln. Das werden wir definitiv auch machen. Und Export werden wir auf jeden Fall Warenexport machen. Da wollen wir schauen, dass wir hier Keramik machen. Plus noch irgendwas anderes. Dass sich das ein bisschen ausgleicht. Und ja, in der Form werden wir das Ding hier erstmal bauen. Check, das kostet uns eine Menge. Das wird auch erst fertig gebaut werden, wenn der Winter durch ist. Denn vorher wird das hier nichts werden, ne? Genau. Förderungen sind noch verfügbar. Würde ich an der Stelle aber erstmal sagen, passt mit Beförderung. So, hier ist alles stillgelegt. Das heißt, unsere neuen Bewohner müssen sich auch erstmal ein bisschen gedulden. Ein bisschen. Nicht allzu lang. Ich tendiere auch fast dazu, hier zeitnah eine neue Tongrube zu bauen. Die würde ich allerdings gerne hier unten hinbauen. Ist unpraktisch, dass wir die hier nicht hinstellen können. Mal schauen. Fletcher würde ich auch gerne noch einen zusätzlichen bauen. Was wir aber theoretisch gesehen hier unten noch machen könnten, ist einen weiteren Fischer hinzusetzen. So. Sieht nicht besonders schick aus an der Stelle, aber erfüllt sicher seinen Zweck. So, der erste Gemüsebauer kann seinen Job aufnehmen. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Könnten wir theoretisch gesehen hier unten mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich hier unten auch ein bisschen erweitern. So, Getreidespeicher. So, könnt ihr mich jetzt wieder für bekloppt halten, wenn ihr wollt. Dass ich hier bekloppt und wahnsinnig, wie ich drauf bin. Tonnenweise Zeugs hier wieder einlager. Aber so bin ich. Und will einfach Vorrat anlegen. Ne? So, ich bin ein Vorratsmensch. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin ein Vorratsmensch. Bin ein absoluter Vorratsmensch. Und kann theoretisch gesehen unseren Holzproduktion hier auch nochmal ein bisschen steigern. Machen wir auch noch. Steigern hier einfach alles ins Unermessliche. Bin ich auch schon mal super happy. Wie der jetzt aktuell aussieht. Winter ist hoffentlich auch bald vorbei. Beziehungsweise auch die faule Zeit ist hoffentlich bald vorbei. Hier schön wieder brav anfangen weiter zu bauen. Und theoretisch könnten wir hier sogar noch eine kleine Hühnererweiterung machen. So. Einmal Hühnererweiterung, check. Einmal Misthaufenerweiterung. Wobei der Misthaufen schon sehr, sehr gut produziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir es aber einfach so, ne? Das ist, glaube ich, einfacher. So,
So, nicht pausieren. Wir wollten das weiterlaufen lassen. Was hier läuft. So ein bisschen überlegen, was wir hier noch vielleicht machen könnten. Wir könnten vielleicht hier unten auch noch gleich die Erweiterung für unsere Fischerei machen. Perfekt. Dass wir hier wirklich ringsherum auch unsere Fischereibetriebe haben. Damit kriegen wir auf jeden Fall auch unsere Bevölkerung ein bisschen besser in den Griff. So, Häuser werden auch gebaut. Perfekt. Fangen auf jeden Fall schon mal damit an. Das gefällt uns. So, das hier mache ich bloß, damit wir hier die zweite Tongrube hinkriegen. Und den Fetcher müssten wir oder wollten wir theoretisch gesehen eigentlich auch noch erweitern. Aber die große Frage, sollen wir das dann direkt hier reinmachen? Wir können ihn erstmal so lassen. Den Töpfer lassen wir auch mal. Das ist auf jeden Fall. Gut. Dann warten wir jetzt einfach mal, bis das hier alles schön fleißig fertig gebaut wird oder weitergebaut wird. Ende des Winterfastens, das ist gut. Fangt bitte mal wieder an zu arbeiten. Da wäre ich euch ganz dankbar. Machen wir jetzt hier nichts. In der Richtung, so schön. Ihr seht, wie sie wieder alle zurück in ihre Arbeitsplätze strömen. Sehr, sehr gut. Aber ja, theoretisch gesehen, Mistsammler könnten wir hier doch, könnten wir wirklich nochmal erweitern. Check. Mal hier die Mistsammler-Erweiterung rein und ich weiß nicht, ob meine Gänsehütte, ob man die hier noch hier unten runter. Da könnte man dann eigentlich vielleicht eher sinnvollerweise hier unten nochmal ein Dings bauen, oder? Wäre vielleicht fast ein bisschen sinnvoller. So. Das halte ich auf jeden Fall für die sinnvollere Idee. Machen wir das so? Finde ich gut. Ist abgenommen. So, Einwanderung können wir erstmal kurz einen Blocker machen. Wenn ich gerade überlegen bin, 2, 2, 4. Das sind 6, 8. Ja, wobei, lassen wir mal Einwanderung offen. Ich denke mal, den Teil der Bevölkerung kriegen wir auf jeden Fall unter. Oh, die bauen auch schön fleißig weiter. So, haben wir auch genügend. Auch fleißig gebaut. Werkzeuge ist ein bisschen Mangelware zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist ein bisschen blöd. Minus 40 ist auch ein bisschen blöd. Aber wartet's mal ab. Das wird noch besser. Definitiv. Wir können theoretisch gesehen hier auch ein bisschen was verkaufen, wenn wir das wollten. So, wir kriegen zum Beispiel 4 Goldmünzen für Fisch. Wäre eine Option. Ich bin jetzt allerdings kein Freund, Fisch zu verkaufen. Aber wir können Fisch, alles oberhalb dieser Stückzahl hier können wir verkaufen. Sagen wir mal, oberhalb von 400. Zack. Kleines bisschen, mit dem wir uns dann was dazu verdienen. Ich sag jetzt mal, das ist definitiv verkraftbar. Und dann sieht das mit dem Wachstum eigentlich ganz nice aus. Oh, Tongrube gebaut. Hier ist nicht so super geil platziert, aber das war. Ja,
notwendiges Übel. Das, also können wir auf jeden Fall nochmal verbessern, indem wir den hier abreißen, das hier runtersetzen und das dann hier unten schön in der Zweierreihe aufbauen. Beziehungsweise wir könnten es dann auch theoretisch gesehen auf die andere Seite verlegen. Müssen wir mal schauen. Ist noch nicht so super schön, können wir erstmal lassen. Den Marktplatz hier drüben finde ich aber eigentlich ganz schön. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Gefällt uns hier. So, Gemüsebauer können wir auch noch einen reinbauen. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar arbeitslose Dorfbewohner übrig. Das mal definitiv. Da hoffe ich jetzt eigentlich, dass hier mal Zug um Zug alles fertig wird, was wir hier in Bau gegeben haben. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass das ein bisschen langsam vonstatten geht. Weil wir uns hier ein Baumeister fehlt. Deswegen hoffen wir mal 10 Werkzeuge liefern. Ja, das ist genau das, was wir nicht liefern können. Ich hatte eigentlich an was anderes oder auf was anderes gehofft, aber tja. Jetzt ist es so, wie es ist. Das ist schade. Können wir es aber auch nicht ändern. Gut ist, wir sind im Plus. Wir haben Holzschindeln. Wir haben Holzbretter. Wir haben relativ wenig Holz. Deswegen haben wir hier drüben ja eigentlich auch noch ein zweites Holzzellerlager gebaut. Das aber aus irgendwelchen Gründen nicht fertig wird. Das ist denkbar schlecht. 5 Grad, wir sind immer noch im Winter. Ich hoffe, der Frühling kommt bald. Oder auf jeden Fall Zeit. Und wäre auch ganz schön, wenn sie es endlich mal schaffen würden, hier alles fertig zu bauen. Aber das Problem ist, wir haben einfach aktuell nur 2 Baumeister, die sich hier einen abknüppeln. Das ist das große Problem. Wir brauchen dringend noch eine neue Bauhütte, denn bei den ganzen Bauvorhaben, die wir haben und den Dingen, die wir gleichzeitig bauen, wird das ein bisschen problematisch. Ne? Anglerhütte kann man auf jeden Fall schon mal machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich spare auf jeden Fall auf die Bauhütte. Sonst werden wir hier noch eine ganze Weile rumeiern. Aber ihr seht, wir sind schon fast bei 100. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, versucht die verzweifelte Gemüsefarm anzuklicken. Zack. Den nächsten Bürger untergebracht. Und ja, jetzt können wir eigentlich bloß noch warten, bis unsere Bauvorhaben fertig werden. Das ist auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist sehr gut. So, Beförderungen sind verfügbar. Ja, das Letzte, was ich jetzt aber gerade will, ist noch mehr Leibeigene zu befördern. Und da hinten kommen wohl auch schon wieder... Mal erstmal einen kleinen Einwanderungsstopp. Aber wenn das hier jetzt nochmal 3 oder sogar... Ja, ich glaube, es sind nur 3 Stück, die dazukommen. Nochmal 10 arbeitslose Dorfbewohner. Waren sogar 4. Müssen wir mal überlegen, wenn wir jetzt die Security-App an hätten, dann wären wir jetzt aber hier ganz schön gearscht, ne? Das könnt ihr aber glauben, ne? So, Kraftstoff, Nahrung, Gehäuse, Gottesdienst. Was ist ihr denn jetzt hier? Wer vermisst denn hier jetzt was? Du? Du hast Kraftstoff. Du vermisst Kraftstoff? Und Nahrung. Aha. Es geht aber lustigerweise nur für die beiden und ihm fehlt noch Nahrung. Okay, jetzt wieder 100%. Ja, warten wir mal ab. Nicht, dass die einfach nur zu blöd sind, sich was zu essen zu holen. Oder zu faul, was auch immer. Weil Nahrung hat es definitiv genug, das weiß ich. Nahrung hat es definitiv genug. Eier hat es definitiv zu wenig und Geflügel hat es definitiv auch zu wenig und Gemüse hat sowieso zu wenig. So, müsste man fast mal überlegen. Das können wir so lassen. Ehrlich, das können wir alles so lassen. Mal nur mal drauf warten, dass hier alles fertig wird. Dann braucht man eine Menge Holz. Oh, eine ganze Menge Holz. Zack, das ist auch schon alles voll. So, ungelogen alles voll. Kompost, Lehm. Ja, müsste man mal überlegen, ob man hier vielleicht auch nochmal was hinbaut.
Bauen wir einfach mal hier rein, ne? Geht ja auch. So, lass uns mal hier noch Lehm einlagern und Stroh einlagern. Check. Und hier unten können wir einfach sagen, wir lagern hier unten nochmal mehr Holz ein. Und mir ist auch noch Steine. Dann haben wir hier unten auch nochmal ein bisschen was fertig. Mal die beiden Fischer reinpacken. Super. Passt das auch. Und der Rest wird Zug um Zug fertig. Das läuft doch wie am Schnürchen. Gemüse produzieren wir auch ganz langsam ein bisschen. Das ist völlig okay. Ich könnte sogar fast überlegen, hier noch ein bisschen mehr Gemüse anzubauen, weil es eigentlich nicht stört. Und ich glaube auch, die Attraktivität nicht senkt. Ja, das ist völlig in Ordnung für die Attraktivität. Aber so wie es jetzt ist, können wir es eigentlich mal lassen. Perfekt. So, Holzfällerlager gebaut. Super. So, noch zwei Dorfbewohner übrig. Die passen auf jeden Fall hier rein. Das heißt, wir können eigentlich schon fast wieder die Einwanderung anschmeißen. Denn wenn das hier fertig wird und noch unsere zusätzlichen beiden Geflügelfarmen fertig werden, dann, meine Freunde, brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Bürger. Perfekt. Aber werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Kompost herstellen. Fisch produzieren wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr. Das läuft. Das läuft. Ja. Einziges Problem ist jetzt wirklich hier der Ofen des Töpfers, dass wir hier einfach ein bisschen zu viel Holz verbrauchen. Gut, ist aber klar, wir stellen Holzbretter her, wir stellen Holzschindeln her, wir stellen gerade Brennstoff her. Wir stellen Tonfliesen her. Alles verbraucht Holz. Also unser Holzverbrauch ist gerade wirklich nicht von schlechten Eltern. Könnte alles ein bisschen weniger sein. Müssen wir aber vielleicht einfach auch die Produktion ein bisschen anhäufen. Sondern ein bisschen die Produktion verbessern. Fakt ist auf jeden Fall, Zufriedenheit ist schon mal 100%. Das ist sehr, sehr gut. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch, dass wir, wie gesagt, die Sicherheits-App nicht, oder Sicherheitsmod nicht aktiv haben. Die mich teilweise wirklich den letzten Nerv gekostet hat. Wirklich aber den allerletzten Nerv. Und an der Stelle machen wir hier erstmal Pause. Ich hoffe, euch hat die Folge des Let's Plays mal wieder gefallen. Wenn ja, dann ne, Abo und Like da lassen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und macht's gut.